Moin Moin und herzlich willkommen hier auf unserem Baustelle. Ne? Ich bin hier ganz oben. Ich wollte ja hier mal, ne, hier zickzack Weg hoch. Das sind eigentlich nur die großen Bäume. Jetzt bin ich hier, wo die Tankstelle ist. Eine Tankstelle in der Nähe. Alte, kleine. Dann habe ich hier alles hier nach hinten. Das sehen wir dann nachher später, wo ich dann hier durchgefahren bin. Oder wo wir durchfahren. Schönes Eck, schön steil, ne? So wie ich es mag. Ich habe zuerst hier mit von Hand geerntet und dann mit dem Bagger Dings. Wisst ihr? Ich kann es euch nicht zeigen, ne? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Na komm. Hier. Habe ich ja hier den Putzi hingemacht. Um die Bäume dann in der Länge abzusäbeln. Nachher muss ich sagen, ich brauche was Besseres. Und Geld haben wir jetzt genug. Ich säbel hier die ganze Zeit und habe das nicht gesehen. Ich habe es jetzt gerade vorher gesehen, dass hier so ein blödes Schwein ist. Ich habe das Ding nicht gesehen. Ich bin 10-mal vorbeigefahren. Alter, echt schlimm. Du siehst es manchmal auch nicht, ne? So, ich will ja jetzt hier noch ein paar Bäume holen, weil ich ja einen anderen LKW für hier oben habe. Ein bisschen reduziert, ne? Man muss ja nicht zu viel Fahrzeuge haben. Ich habe es ein bisschen reduziert. Hier oben habe ich jetzt nur den kleinen und deshalb sind das jetzt 6 Meter lange Baumstämme. Kann man gut fürs Sägewerk nehmen und so, ne? Und die 9 Meter haben wir jetzt extra oder mache ich für Container und so, ne? Geht ja. So. Wie heißt denn der? Ja, wo ist er denn jetzt denn wieder hin? Ja, wo ist er denn hin? Hier, den hast du schon mal benutzt hier. Ist zwar teuer, aber das Ding macht irgendwie nur Scheiße, ne? Wenn ich da die Bäume säge und Länge abschneiden möchte, dann sägt das Arschloch immer hier in meine Fresse rein, ne? Also in die Kabine, also in die Nähe, ne? Das ist wohl bescheuert irgendwie, das Teil. Mal gucken, wenn ich wieder oben war. Ja, und deshalb habe ich schon gesagt, scheiße weg mit dem Ding, ne? Das ist ein bescheuertes Ding, ja. Also, ich finde den bescheuert. Bescheuert. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Wir haben überall geforstet, habe ich ja auch schon. Also, aufgeforstet, ne? Können wir dann später auch noch schnell gucken? Oh, mal, können wir jetzt das hier oder sollen wir es rüberfahren, ne? Wir fahren es rüber, ne? Wir fahren es schnell hier rüber. Eigentlich hätte ich ja die Straße absperren sollen hier, ne? Keine Parkplätze hier. Forstarbeiten. So. Schöner Stapel hier. Normalerweise geht's besser. Aber. Ach, das muss jetzt hier, ne? Das muss schnell. Wir haben keine Zeit mehr hier, ne? Wir haben keine Zeit. Da hinten latscht einer. Aber das ist eigentlich der beste Harvester. Oh, ist ein Harvester. Finde ich jetzt, ne? Der von vom Fahren her und so, auch von der Schnittlänge, Größe, Dicke her. Ist denn auch gut. Kommt eigentlich überall hin, ne? Der hat ja, glaube ich, irgendwie 80 Durchmesser. Und der einzige, der mehr hat, ist der, wo ich vorhin gezeigt habe, der mit der Ketten. Der war eigentlich bescheuert ist. Er hat steht 120. Aber was, wie viel haben wir denn die Mammutbäume hier? 300? Die sind ja nicht 3 Meter dick, oder? Also da wäre ich ja schon 2 Meter dick, wenn die großen Bäume, ne? Die haben ja auch nicht 80 Durchmesser. Vielleicht 80 Millimeter, ja? Nein. Ich meine jetzt, ne? Ich meine, wenn ich so hinlaufe, dann wäre das jetzt vom Ding her meine Breite. Das ist ungefähr
40 maximal. 30, 35, 40, irgendwie so weit, ne? Viel dicker sind die auch nicht. Und der andere kann das nicht. Der kann 50 oder was. Oder 70. Und er sagt, er ist zu dick. Verstehe ich jetzt nicht, ne? Also die Dicke von den Bäumen ist ein bisschen irgendwie komisch hier. Also Mammutbäume, die roten hier, die haben doch Meter oder sowas, ne? Haben die bestimmt, aber doch nicht mehr. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist bestimmt nicht irgendwie einen halben Meter Durchmesser, also. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das jetzt 6 Meter sind. Nee, kann nicht sein. Bin ich irgendwie ein bisschen komisch hier. Die Dicke der Bäume hier. Oder? Wenn man jetzt das guckt, man kann ja hier ganz schön gucken. Der erste hat hier 71 cm Durchmesser. Dann hat der 80. Der hat 60, 65. Der hat 70. Warte mal, 70. 80. Ja, ne? Und der 70 auch, 17 und 81. Und da sagt er hier die dunkelroten Bäume hier, wo haben wir denn jetzt einen hier? Oder die da, zum Beispiel, ne? Aber wo fahren wir denn hin jetzt hier? Ja, zum Beispiel der hier, ne? Da sagt er hier, der hat mehr als 70. Finde ich aber nicht. Ich verstehe halt die Dicke nicht irgendwie, was sie sich da vorgestellt haben. Weil vom Ding her kann er nicht. Können wir denn hier jetzt ernten oder gehört das nicht uns? Ja, dann darfst du den Baum nicht ernten, das geht ja gar nicht. Du bist voll doof. Alter. Muss ich das noch kaufen, da? Ja, da können wir ja kaufen, ne? Da haben wir ja Geld. Können wir ja kaufen. Land. Reichen. 200, ey, aber günstig, du, ne? Ah ja, aber günstig, du. Machen wir trotzdem die Seite hier zuerst. Aber wir haben ja genug Geld. Und es kommt ja jeden Tag, ne? Ein Haufen rein hier. Kommst du 300.000, 400.000, kommt schon rein hier. Aber wir haben ja Metall und alles, ne? Wollen wir verkaufen? Ne, verkaufe ich alles. Hab ich jetzt... Muss ich eh noch gucken. Ob hier, was drin ist, weil ich mache die Produktion langsam Ende hier. Also ich mache das direkt Verkauf. Hier ist noch ein bisschen drin. Metall wird direkt verkauft. Alles weg. Geht. Ja, ist halt schade, dass man die Produktion immer noch nicht verkaufen kann. Also weißt du, dass man sagen kann, ich will es nicht mehr haben, nimm das doch jetzt. Oder der andere möchte es jetzt haben. Der muss ja auch noch was machen. Nee, geht immer noch nicht. Das ist bescheuert. Du musst doch eine Produktion wieder wegmachen können. Also nicht verkaufen, meine ich jetzt. Sondern, ne? Ich will das nicht mehr haben. Finde ich ein bisschen scheiße. Also nicht ein bisschen, sondern sehr scheiße, ne? Ja, das muss ja nicht sein. Du musst es ja wieder verkaufen können. Also wenn du keine Kühe machen willst, dann verkaufst du die Halle, oder... Ja, ne? Finde ich scheiße. Oder die BGA zum Beispiel, ne? Wenn du die BGA gekauft hast und der andere sagt, ja, jetzt will ich aber mal BGA machen. Dann sagst du, geht nicht, das geht nicht. Haben wir vergessen. Das muss wieder, verkaufen oder so. Weißt du, kannst du ja die Hälfte oder ein Viertel von dem kriegen. Aber wenigstens irgendwie, ne? Haben ja schon einige bemängelt, dass man das nicht machen kann. Dann habe ich ja gedacht, vielleicht ein Platinum kann man das vielleicht, ne? Geht aber immer noch nicht. Finde ich scheiße. Wäre ja schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, es sind einige meiner Meinung, ne? Wir haben ja kein Licht hier, sind ja gar nichts hier. So dunkel wie eine Arena aus hier. Ah, jetzt gehen wir dann gleich mal den LKW holen und da siehst du gleich mal um. Da kann ich auch mehr mitnehmen. Einsam mit dem Long Trailer. Da gibt es ja ein Update. Er hat gesagt, es gibt ein Update. Weißt du, wo ich. Hat doch ein Video gemacht, ne? Mit dem Long Trailer hier, ne? Er hat ein Update gemacht. Ich hab's runtergeladen. Er hält besser. Ja. Er hat ein bisschen Sachen verändert. Ich glaube, das war extra.
Ja. Einfach, er ist gut. Also muss man schon sagen, er ist gut, aber ich brauche ihn momentan gerade nicht. Ich habe nämlich den schon gehabt. Geguckt. Aber wir kennen ja den schon eigentlich, ne? Aber er ist, ja, besser geworden. Aber eben halt, weil ich ihn gerade nicht brauche, dann muss ich ihn auch nicht kaufen. Wo ist er denn hier? Ja, wo bitte denn hier? Hallo? Hallo? Guck. Ja, scheiße. Wo ist mein LKW? Mich verlaufen. Ah, da ist er ja. Yeah, ne? Ist dann nicht schön. Ne? Sieht aus hier wie beim. Ja, fast. Ich weiß gar nicht, wo der den Kran hat. Yeah, wie heißt er denn jetzt? Von Asphalt Cowboy. Eckart. Genau, der Eckart die Wald. Oder der Eckart. Da habe ich mal einen schönen. Der Eckart hat einen Nachläufer, glaube ich, oder? Oder? Er hat einen Sattelzug. Also ein Ding. Kein Kasten. So, jetzt gehen wir mal aufladen. Weil ich ja so bequem bin und hier drücke, ne? Aber ich will ja Spaß haben, ne? Es spielt ja keine Rolle. Hauptsache man hat Spaß. Das ist ein Spiel. Das ist ja nicht echt. Wenn ich echt holze, dann gehe ich in den Wald. Dann gehen wir mal ein bisschen Bäume sehen. Aber da es draußen so kalt ist, gehe ich nicht in den Wald. Also gehe ich hier nur mit hier, ne? Oh, lad jemand das Ding auf. Arschloch. Arschloch. Gib das Ding mit. Ups. Ja, das ist halt, wenn man viel Spinat isst, ne? Dann hat man halt Kraft. Muss warten, bis das ruhig ist. Sonst schwoppelt der wieder hier. So, jetzt fahren wir zum Sägewerk. Da haben wir sowieso viel zu viel Holz da unten, ne? Da haben wir viel zu viel Holz. Das geht einfach schnell hier, ne? Wenn man halt schnell arbeitet, dann geht's schnell, ne? Jo, aufladen. Eigentlich gut, ne? Ja, das mit dem Holz ist immer noch nicht ganz, ne? Ich läuft nicht. Mit dem Kron und Bagger hier, ne? Läuft noch nicht. Ah, hier. Ah, hier runter. So, jetzt gehen wir abhauen hier. So, soll ich außen machen oder innen? Mal außen machen, ne? Aber außen. Ja, ist meine Motorbremse. Hab den Tempomat auf 30 gemacht. Weil er sich dann hier auf die Fresse legt. Aber wenn es nach unten geht, also schräg, ne, das Loch runter, dann habe ich hier extra ein Tempomat-Limiter, ne? Also wie eine Motorbremse eigentlich, kann man es so sagen, ne? Aber interessant, ich zeig das nachher. Es ist nur interessant, wenn ich nach unten fahre, wenn es richtig, ja, sagen wir jetzt mal richtig steil wird, ne? Dann bremst der. Also wenn das in echt wäre, dann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Gas gebe, ne? Warum geht die Geschwindigkeit runter? Du müsst ja hoch, höher gehen, ne? Und nicht runter. Er müsste ja nicht bremsen. Da wäre der LKW kaputt. Eigentlich. Ne? Wenn ich, dann müsste er schneller werden. Wäre in echt, wenn du keine Bremse hast, dann schon nicht schlecht, ne? Du lässt das Gas los und er bremst. Ich mag da nicht. Wenn er hier innen ansieht. Da gibt ja jetzt schon einige gute Mods, aber zu viele Mods sind auch nicht gut, ne? Da lädt das Spiel halt ganz langsam. Ich meine, die Bäume hier, ne? Die meine ich. Die haben noch nicht 10 Meter Durchmesser. Wenn wir den LKW angucken. 1 Meter würde ich sagen, aber geht trotzdem nicht. So, der Zug ist ja nicht mal hier, ne? Ich habe da ein Ding gefunden. Wenn ich jetzt den Zug. Oh! Wenn ich jetzt den Zug anfordere, also immer R drücke, wenn ich da den Zug holen. R drücken, R drücken, R drücken, R drücken. Und dann habe ich den Zug für immer. Kostenlos. Geht. Ist ein kleiner Bug, macht aber nichts. Kann man gut benutzen. Muss ich keine 1000 pro Stunde bezahlen. rechts abkippen.
Jetzt haben wir hier ganz viel Holz. So, ganz viel Holz. Guck dir mal das an, ja. So viel Holz haben wir hier, ne? Nehmen wir mal gucken. Ja komm, mach mal hier. Ich muss ja nicht mehr speichern. Das ist alles voll hier. Hör mal auf, hier rumzudödeln hier hinten da. Du bist da noch die Schnauze. Da muss man die Spannung lösen da hinten, ne? So, jetzt haben wir da rechte Seite hoffentlich hier. Rechts. Oh, das wird aber eng hier. Abkippen. Na, ideal hier. Und weg. Ja, wenn du alleine spielst, ist das schon, ne? Muss das schon ein bisschen mit der Zeit, ne? Kannst du nicht überall jedem Scheißeck hier einen Trecker, einen Bagger haben oder sowas, ne? Du hast einen Radlader, wo du ein scheiß Ding abladen und aufladen und so. Kannst du nicht jedem Scheißeck so ein Ding haben? Gut, hier haben wir jetzt einen kleinen, mit dem kleinen Ding hier. Ne? Es ist Spaghetti hier. Mit dem Kronen. Muss man nicht. So, wir wollten ja, hätten wir. Warte mal, ich zeig dich mal, wo ich do. Was haben wir denn da? Das ist der falsche hier. Hier ist er. Hier hinten. Oh Gott, da müssen wir laufen. Die sind ja jetzt gewachsen, ne? Die habe ich schon mal so seit Ewigkeiten angepflanzt. Und die sind gewachsen, jetzt können wir mal gucken, 35,9. Die sind alle gewachsen. Die auch, die kann man jetzt ernten. War, ich habe ich schon angefangen. Hier auch 35. Die müssten eigentlich auch 35,8. Ja, die könnten noch ein bisschen, aber das geht schon. Die können wir jetzt alle ernten, ne? Und dann natürlich dann wieder setzen, ne? Wir müssen da oben, wo wir vorher gewesen sind, müssen wir die ganze Seite da wieder setzen, ne? Wir müssen einen Tieflader haben und damit ein, ne? Mit dem Nuckler hochfahren. Und Bäume setzen mit dem Bagger. Aber schön hier Rotficht, ne? Gold, wie heißen die? Gold Shit. Ne? Hier unten Lager auch ziemlich gut, ne? Hier das Lümmelchen muss da noch ein bisschen rein oder raus. Da kommst du jetzt oder bleibst du drin? Ja, das muss hier so, ne? Wenn wir dann hier mit dem Container kommen, können wir das schön aufladen. Hier machen wir Container-Sachen. Passt. So, ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, ne? Also, bis dann. Tschüss.